Waren Sie heute mit Icke unterwegs oder Gisela? Wenn Sie mit der U-Bahn gefahren sind, dann sicher mit einem der beiden, dem Neuling oder der rüstigen Rentnerin. Wobei vielleicht bald auch noch Dora dazukommt. Die wird gerade wieder zum Leben erweckt. Denn in der Untergrundflotte gibt's kaum neue, dafür viele alte und insgesamt deutlich zu wenig Züge und Waggons. Und wir reden hier nicht von 100 oder so, es geht um insgesamt 1000, die gebraucht werden. Georg Berger über Mangel mit Signalwirkung und späte Weichenstellung. Die Halle ist gelb gefärbt beim Bahnhersteller Stadler in Pankow. Die neue U-Bahn wird im Norden Berlins gebaut. Alle 2 Monate verlässt ein neuer Zug die Werkshalle, vollgepumpt mit modernster Elektronik. Er ist bequemer, leiser und verbraucht weniger Strom, hat mehr Beinfreiheit und mehr Platz für Fahrräder und Rollstühle als ältere Modelle. 2 Prototypen sind bereits im Netz unterwegs. 38 weitere Züge hat die BVG bestellt. Sie sollen bis 2019 ausgeliefert werden. Natürlich ist es für die BVG, ihre Werkstätten und ihre Fahrgäste ein Sprung in die heutige Zeit, was Komfort angeht und was natürlich auch dann wieder die Attraktivität steigert und die Menschen von der Straße holt. Und jeder, der nicht auf der Straße mit einem Auto steht, ist flott unterwegs. Doch die Züge werden nicht reichen. Denn vor allem die Straßenbahn und die U-Bahn werden immer beliebter. Die Bevölkerung in der Stadt wächst und mit ihr die Fahrgastzahlen. So hat die BVG im vergangenen Jahr über 534 Millionen Fahrgäste in der U-Bahn gezählt und über 187 Millionen in der Straßenbahn. Doch die Züge, vor allem bei der U-Bahn, sind in die Jahre gekommen. Noch immer rollt etwa der Typ Gisela aus DDR-Produktionen durchs Netz. Jens Wiesecke vom Fahrgastverband sieht seit langem einen dramatischen Investitionsrückstand. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben ein massives Problem mit ihren Fahrzeugen, insbesondere bei der U-Bahn, aber auch ein bisschen bei der Straßenbahn. Die Fahrzeuge sind zu wenig, kann jeder sehen, der jeden Tag unterwegs ist, dass es viel zu selten eine U-Bahn kommt. Die sind zu alt, die U-Bahn-Wagen sind teilweise aus den 70er Jahren, die gehören jetzt in die verdiente U-Bahn-Rente, müssen aber leider ertüchtigt werden. Jetzt holt die BVG aber sogar noch einen Museumszug aus der Versenkung und macht ihn wieder fit. Demnächst soll der Oldie aus den 50er Jahren in Fachkreisen Dora genannt die jüngeren Züge auf der U-Bahn-Linie 55 ersetzen. Die werden auf anderen Strecken gebraucht. Damit werden die Berliner hier genauso bedient wie die Hauptstädte im kommunistischen Nordkorea. Denn die uralten Wagen der Berliner U-Bahn fahren seit langem in Pyongyang. Wenn auch mit einem anderen Anstrich. Hauptsache, sie fahren. Mit 3 Milliarden Euro will der Senat nun den Waggonmangel in Berlin beheben. Eine internationale Ausschreibung ist auf dem Weg. Nach derzeitiger Planung, heißt es, beläuft sich der Fahrzeugbedarf auf ca. 117 Straßenbahnfahrzeuge, ca. 346 U-Bahn-Wagen im Kleinprofil und 704 U-Bahn-Wagen im breiteren Großprofil. Etliche Hersteller haben sich beworben. Wir werden die besten und preiswertesten U-Bahnen einkaufen, die auch lieferbar sind. Das muss man an der Stelle auch nochmal in Erinnerung rufen. Und wo die dann herkommen, werden wir dann entscheiden. Sicherlich ist dann der regionale Aspekt einer von vielen. Auch Stadler in Pankow will mitbieten. Vielleicht kommen ja auch künftige U-Bahn-Züge dann wieder aus Berlin.